Ja, herzlich willkommen zum nächsten Part. Dying Light, diesmal wirklich im Coop-Modus mit dem Mac und der Böhne. Hallo Mac. Hallo. Und da merke ich sehr, dass da gerade den Fahnen, den Lichtmast nach oben kraxelt, was auch immer er vorhat, ich weiß es nicht. Springen Sie runter auf dem LKW, also auf dem Lieferwagen. Hamburg Hafen, Mitte. Ja. Ja, cooles Zeichen. Das Zeichen ist aber cool. Einfach ein Strich, oder? Was ist das für eine Marke? Nur ein Strich, auch nicht schlecht. Ja. Da schaut er ganz genau hin. Vielleicht noch mit der Taschenlampe hier, ganz genau. Ja, die Motorhaube. What? Ja. Lassen wir das. So, vor ist uns einmal das Spiel, also mir, das Spiel abgestürzt. Und... ja, keine Ahnung. Hier drüben gibt's Kebab. Oh, schau mal kurz auf die Map auch. Ja, ab jetzt wird's lustig. Der Prolog ist Gott sei Dank vorbei. Der Mike muss hier hin, ich muss hier hin. Deswegen gehe ich einmal zu mir, weil ich glaube, der Mike ist anscheinend eine Spur weiter wie ich. Noch nicht sehr weit, aber immerhin. Ich will aber noch kurz... soll ich jetzt wieder in den Bus rein? Ich war davor eh schon einmal, oder gibt's nicht wirklich viel Interessantes? Oder laufen wir einfach rüber und Story und einmal... ja, hey, ja, stimmt. Und... genau. So, also das sind wir schon, oder? Drüben. So, schon mal drauf. So, eine Kiste können wir vielleicht auch mitnehmen, oder? Wenn es eine gibt. Echt? Also ich sehe vor. Wenn es eine gibt, ja. Ja, da steht einer. Ah, ich wollte ihn eigentlich. Ich will mal so einen Zombie auch irgendwo reintreten. Komm und tschüss. Und platsch. Ey, da liegt ja auch einer. Ich wollte mal so ein... ich wollte... wo liegt einer? Da, von mir. Sind wir schon unsynchron, oder was? Wo bist du? Links, hinter dir. Ich seh dich gerade nicht. Schau, zurück. Ja, da oben. Links. Ah, da ist er! pass auf jetzt. Halt dich, Max! Fangst du, was? Wo stehst du? Schreck mit! Boah! Weiß er noch, Alter. Achso! Ja, sind da irgendwo ein paar, dass man's ja, schneller ja. Irgendwo? Aha, da steht einer, oder? Kopf. Wo soll ich hin? Zu dir, oder? Ja, da am Kopf. Oh, ist Kopf? Jetzt kommen so. Da alle, schau es an. Ja, weil es irgendwo einen kleinen Lärm gemacht hast, vielleicht. Das war nichts. Ja, ich muss ja noch... hallo! Jetzt hol ich weg! Boom! Ja. Laute Geräusche. Okay, jetzt hol mal weg, Mac. Jupp. Ach, da sind alle. Wupp, da hat er schon daneben. Weiter geht's. Auf der Map sehe ich dich eh auch. Bin gespannt, wie das ist jetzt. Na ja, gut, vielleicht wird dann bei dir auch einfach auch das Video ablaufen oder so, kann ich mir vorstellen. Das wäre aber eh geil, wenn das wenigstens so gelöst wäre. Ist mir egal, wenn du da jetzt nicht dabei bist im Video. Also... was? Was ist denn das für eine? Was ist das? Freaky Tante hier, was ist mit dir? Gib dir, jawohl. Alter, gib mir da auch nochmal Gesicht und gib ihm und dann rein. Die hält aber schon ein bisschen was aus. Was war denn das für eine? Das ist die Hexe. Kannst du es auch noch looten? Extra? Ja, 18 Dollar. Oh, okay, perfekt. Ich meine 30 Grad. Alter, was ist der Fladermask? Was? Bei meinem Rohr ist das Knie weg vorne. Aber sie... okay, das heißt, wir was werden... was sie für eine? Die habe ich auch nicht gesehen. Ja, solche habe ich jetzt vorher gehabt, solche Orgen. Das könnte ich reparieren, das ist ein grünes Rohr. Obwohl, das werden wir... das werden wir einfach mal zerlegen. Das brauche ich eh nicht mehr. Warte Sekunde. Wasserrohr, Gasrohr. Ist da der Unterschied? Gar nichts. Darüber, genau. So, jetzt einmal diesen komischen... genau, den einmal weghauen. Was ich? Schau, her. Wir haben schon wieder viel Stunden gespielt, das gibt's ja nicht. Komm, geh mal... achso! Achso, wie kannst du zurückschauen? B.
Was läuft du hinter mir? Ah, hat er Angst? Schaut so geil aus. Geil. Cool. So, laufen wir zumindest mal noch hin zu meinem Punkt. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir jetzt aber nicht einmal in den Barter geschafft, dass wir da rüberkommen. Warte, ich hatte was gesehen. Dann runden wir da rüber. Nägel! Falls du... Kriegst du das auch noch mal? Oh, das ist jetzt leer für die... Danke, alle. Ah, sie haben es gekriegt auch. Cool. Ja. Ich wollte gerade drehen, dann nimmt das mal weg. Kann ich dich runterstoßen? Das? Nein, geht nicht, geht nicht. Hab ich da? Schaut aber cool aus, als würdest du schmusen mit der Flasche. Siehst du das? Was denn? Das... Siehst du das hellblau? Nee? Achso, ja. Hä? Okay. Super. Was war das? Verarschen Sie gewehr, oder? Wie werfe ich denn das jetzt rund? Maus da ist der Linke. Sitzt da! Okay. Das war nix. Was ist mit den roten da hinten? Explodiert das auch? Das kann die ganz große Ding hier. Genau. Also ganz hab ich über Ach so. Ja, pass auf. Jetzt weg. Boah, weg. Scheiße. Pff. Und wow, da fliegt durch die Luft. Schau, wow, fast im ersten Stock im Balkon raufgeflogen. Und noch eine. Oh, wow. Jetzt weg. Nein, das war die zweite rote, der Kanister da, der große. Und, gib ihm. Telefonzelle, da ist ja Kleingeld drin, oder? $65, geil. Ah, das ist kaputt. Was ist mit dem? Ich hau alle roten... Das kann ich so gar nicht... Ah, das kann man so nicht entzünden, anscheinend. So, also wir müssen darüber, okay. Ja, macht schon Fun hier, zu zweit macht es ein bisschen Spaß. Gibt so, gibt's hier Müll? Was zum Essen, sehr gut. Ich auch. Ah, Backlava. Tja, was brauchst du? Da bin ich gerade, da gibt's Kleinigkeiten. Ich nehme an, da kann man Geld. Geld ist gut, Geld ist sehr gut. Kaffee. 18 Minuten, ja, wir gehen noch, jetzt gehen wir wirklich dorthin. Gut, das sage ich jedes Mal. Da ist wieder ein Tor, was offen ist, aber egal. Und dann werden wir hier den Bart mal fest verabschieden. Verabschieden. Beenden. Das könnten, also wenn es uns Spaß macht und es geht weiter, könnten das einige Parts werden. Oh. Ich wollte schon wieder reinschauen. Mich zieht's da immer überall hin. An jeder Ecke gibt's da irgendwas. Das ist schon geil. Ah, da müssen wir rein. Okay. Siehst du auch meinen Wegpunkt, ja? Ja. So, irgendwo rum. Da, wo müssen wir hin? Da rein. Und ich sehe es gerade nicht. Bin ich blind? Achso, Rückseite. Aber da kann man... Kann ich da rein? Nö. Ich bin gerade über falsch gelaufen. Bin schon drin. Bin ich jetzt... Achso, noch weiter runter, oder was? Feldzeug nach unten. Nein. Hä? Da, rechts. Stopp, rechts. Da unten? Ah, da bist du! Oh, bin ich blind? Und gehst da rein? Ach so, zu ihm wieder. Ja, ist ja klar. Ja, okay, ich mach mal hier kurzen Stopp. Und das nächste Mal. Achso, jetzt film ich da die Tür. Also ich glaube, der Mike sitzt da am Sessel. Was ist der Mike? Ah, Spike. Mike oder Spike? Spike. Kannst du da eigentlich auf die Treppe so setzen? Setz dich mal kurz hin, sonst irgendwie so cool ausschaut irgendwie. Schlechter. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Oder darfst du da hier? So gemäß? Na, geht nicht ganz. Egal. Ja, das war der erste Co-Part. Darf mich verabschieden und bedanken fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Ich gehe hier rein, mach die Story mal und dann schau mal, wie es hier wirklich Co-op-mäßig. Aber das schaut gut aus, glaube ich, dass wir da Co-op alles 1:1 weiterspielen. Und bei Mike wird dann, wenn er... oder wenn ich so weit bin wie er, bei ihm ist auch das Ganze normal gespeichert. Und da geht's weiter. Besser hier wie bei Far Cry 4 sogar. Jo. Hallo Mike. was ist? Und ja, nächsten Part geht's weiter. Mike trägt sich ein blödes Bild. Und wir sehen uns. Der Kamerageile. Beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Und ja, demnächst geht's weiter. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ja, und ein hässliches Hallo zu deinem Leid im Koop. Hier ist der Mike schon wieder ganz lustig vorne. Und ja, ich gehe mal einfach da rein. Ah nein, wo muss ich hin? Da hinten. Zu Mike aus Back. Also ich bitte mal kurz um Ruhe. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. So, ich drück mal. Spike, was gibt's? Ach, Crane, eins vorweg, du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Hm. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. In die Falle? Mhm. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Oh. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde? Mhm. 3000 Punkte irgendwas, okay. Neuer Überlebungsrang. Da ist der Mike. Ja, sehr geil. Sehr geil. Ich hab das Video auch jetzt gesehen. Achso, wirklich? Ja. Geil. Das ist echt geil. Oder könnte theoretisch jeder von uns theoretisch natürlich auch aktivieren oder so, oder wie auch immer. Ein Rollgabeschlüssel. Wäre jetzt nur interessant, ob wir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite von der Map stehen würde, du würdest das da aktivieren, würde das auch funktionieren? Wenn ich wüsste, wo wir hingehen müssten, könnte der zweite schon irgendwo bei der Mission stehen und dann, aber gut, ist eigentlich egal, wir sind zu zweit unterwegs. So, jetzt schauen wir mal kurz rein. Du kannst den anklicken, den Mike, falls du es nicht gesehen hast. Na, wie ist der? Spike. Und der hat gratis... Ich habe gerade einen Rollgabeschlüssel. Mull, einen Dietrich, ein Medikit und eine Schnur. Und einen Rollgabelschlüssel, Stärke 28 Grau, brauche ich den überhaupt? Ja, hat er noch jetzt... Aha, mein Inventar ist voll, warum kriegst du es jetzt? Oder die UV-Lampe und das Rohr. Wie kann man die UV aktivieren? Ja, die habe ich da in der Hand. Oh. Wie hast du in die Hand gekriegt? Da warte, sehe ich, dass ich... Ich glaube, das geht noch in der Nacht, aber... Jetzt gerade Nacht. Warte mal, Inventar, ich schau mal kurz. Schau da lang. Tasche, was heißt, warte, ich bin gerade im... Alkohol... Ich habe... Schnur... Vorlampe, Ausrüstung, ja, das habe ich drin. Ah, okay! Ah! Das 3 drück, das 3. Nix. Du bist ganz violett. Ja? Das hast du voraktiviert gehabt. Versehentlich. Im vorigen Part. Okay. Was so am Boden so? Ja. Da kannst du danach in den Fall mit der Nacht. Oder kann man die jetzt auch eventuell irgendwie? Mit der. Ja, aber wie wird sich das dann so? Ah, ist mir eigentlich ziemlich egal, glaube ich gerade. Oh, ja, man hat die aktiviert. Was wie aktivieren? Taste 3 einfach zu drücken. Ja, ich hab das. Oh, das bist du. Oh, bist du behindert? Jetzt wird geschreckt. Also ich hab dich jetzt aufzart, aber jetzt ist das so viel. Wie geil. Wo muss ich denn hin überhaupt? Immer noch rechts da, oder? Ja, zum Double Lift, oder was? Nein, dahin. Muss da rauf. Das Zurückschauen ist geil, also scheiße, jetzt hab ich nicht. Ah, warte, auf anderes Spiel da. Okay, ich fahre mich gerade. Ich auch. Achso? Ja. Okay, optisch ist er nicht bei dir, aber... Macht nichts. Könnte sein, ja, dass ich gleich den Anführer... Aber du bewegst dich. Ja, geil. Verstanden. Identifizieren und uns umgehen kontaktieren. Mhm. Ja gut, macht aber eh Sinn. Ich für meinen Part, Funk und du tust quasi... Du bist quasi mein Partner jetzt in dem Sinne. Ja. Und du hast aber trotzdem deine Story, warte da drüben, ja, ich habe was gesehen. Ah! Boah, gleich Leertaste und halten, das muss man eigentlich immer machen. Das ist... Ich will da kurz... Hast du das auftreten? Ja. Wie geil, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also zumindest der im Let's Play das auch nicht gemacht. Ja geil, ich drücke immer E. Ich will aufwachen, er tritt ihn auf. Ja, ich habe E. Finde ich gerade irgendwie extrem geil. Ja, cool. So, warte mal, meinen komischen Ding da, den kann ich eigentlich... Den muss ich gleich einmal verwerten. Wieso steht da oben?
Rostiger Ding und warte mal kurz. Zerlegen. Und wieder schon. Schon mal wieder Metall. Ah, okay, den komischen Riesending kann ich nicht reparieren. Ah, die... Was ist das mit dem, wo ich das reparieren kann? Aber immer erst drei Sachen. Was sind das für ein Teil? Weißt du das? Was das gibt? Ja. Na cool. Magst du Dietrich oder was? Ja. Komm ich dann auch rein oder? Na, schauen wir gleich einmal. Soll ich ihn abbrochen? Du tust dich irgendwie in der Luft herum. Soll ich probieren? Ja. Ich verstehe das. Ich drehe. Also es dreht sich. Ja, du musst nur ganz, ganz leicht A antippen, dann siehst du gleich. Und wenn es leicht vibriert, musst du wieder loslassen. Wie vibriert es nicht? Meine Maus vibriert nicht. Das ist mit der Maus, du musst ja mit A. Ja, eh. Ja, und mit der Maus bewegst du es weiter. Oder, ja, schon. Oder muss ich tue mit der Maus den Dietrich bewegen. Mit A versuche ich das Schloss zu drehen. Und dann drehe ich das Schloss. Dann dreht sich's. Und wie geht's dann weiter? Das heißt, wie geht's weiter? Ja, weil er dann abbricht. Ja, du bewegst jetzt und bleibst auf in der Mitte zum Beispiel. Drückst du mal ganz kurz leicht nur immer zu A? Ja, das mach ich. Bis zum, wenn es zum Vibrieren anfängt, warst du wieder los und du sind dich wieder in irgendeine Richtung einmal leicht weiter versetzen. Ja, das mache ich. Bis ich das Zylinder ins Drehen anfange, ne? Ja, genau. Da musst du aufpassen, da ist aber noch nicht ganz frei. Da kann es nur sein, dass er mal so eine Hälfte weitergeht und da kann es wieder vibrieren. Du musst ganz vorsichtig mit A immer so ganz sich vortasten, vielleicht eine Millisekunde oder wieder mehr. Das muss ich noch üben. Ich auch. Wenn nicht, mache ich die Kisten auf, okay? Okay. Du kannst es einmal üben und so und wenn nicht, dann... Und tschüss. Also, es gibt zwar keine Punkte, oder? Ist er tot? Ja. Ich habe keine gesehen. Ja. Blut sehen. So, wo müssen wir jetzt wieder hin? Anders. Andere Richtung. Ja, schon geil im Hiss. Das jetzt, Alter. Was ist da oben, Alter? Was? Das ist halt überhaupt nicht praktisch. Ramarameck. Ja, du bist irgendwie unten im Balkon rein und ich bin irgendwie oben rauf. Obwohl ich hab's auch nicht... Also warum das jetzt so war, weiß ich auch nicht, aber... Vielleicht habe ich ein bisschen weiter rauf geschaut mit der Maus oder so. Der rennt mit der Taschenlampe rum. Was ist denn da unten eigentlich? Gibt's auch irgendwas? Ausgang, Eingang? Nö. Scheiß drauf. Jetzt wieder 7 Minuten. Gibt's ja nicht. Ich würde die Hälfte vom Part vorbei. Gespannt, ob uns wer zuschaut überhaupt. So, was gibt's da? Kann ich da was nehmen? Gasrohr. Nö. Dietrich nehme ich gleich mit. Küchenkram, Medikit, Nägel. Weil das braucht ja keinen Platz, oder? Kannst bei dem erst gleich gratis mitnehmen. Jo. Wenn du es brauchst, gibt es da irgendwas zum Kaufen? Nein, nicht wirklich, das wird was kommen wahrscheinlich. So, warte ich schon ganz kurz, habe ich einen Fertigkeitspunkt zum Vergeben? Ah, den habe ich ganz vergessen. Ich kann mal aussuchen, Wurf, hast du schon irgendwas weiter gelevelt? Dass man vielleicht irgendwie so... Ja, ich hab laufen. Dass man irgendwie so, der eine vielleicht das und der andere das andere, dass wir schauen, was dann vielleicht besser ist oder so. Also ich bin jetzt beim Fertigkeit Wenigkeit Stufe 2 oder 3. 3 eigentlich. Und ich kann, also den zweiten Punkt kann ich vergeben bei Wenigkeit. Was hast du da genommen? Ach bei so, der erste ist ja Ausweichen, ne? Was dann, genau. Mit zurück und also S, A ist D und dann Leertaste, wo er wegspringt vom Zombie. Und was hast du als zweiter genommen? Das Wurf oder das Rutschen? Ich hab einmal das ist das Rutschen, wo man durch beim Rennen dann. Kraftstufe habe ich ausnocken und dann. Ganz nach rechts, Mehrfachwurf. Mehrfachwurf? Na, bei Wendigkeitsstufe meine ich jetzt. Warte. Es gibt ja drei. Es gibt ja Kraft, Wendig, als mittlere. Dass man laufen. Ah, Kraft bekomme ich erst, okay. Da habe ich Stufe 3 jetzt, beim Wendigkeitsstufe. Ah, da habe ich Wendigkeitsstufe 3, ja. Wendigkeit auswählen. Also du kannst auswählen erst, oder was? Nein, das habe ich vorher schon gehabt. Und was hast du als zweites genommen? Ja, ich bin... Rutschen oder Wurf? Du weißt schon, was ich meine, oder? Ja, ja, ich hab Wurf. Okay, nutzen Sie die Bewegungen Angreifer der Feinde, um sie herumzuschleudern. Wenn ein Gegner anstürmt, drücken Sie Alt und
Wählen die Richtung. Okay. Ja, ist auf jeden Fall geiler wie das Rutschen, oder? Durch Rutschen beim Rennen schlüpfen sie durch Löcher und Wände und tiefe Durchgänge drücken sie beim Rutschen. Beim Rennen Steuerungstaste. Steuerung. Also, da gibt's ja, Geld, das, oder? Das wird das Ducken, oder? Das wäre Geldzeichen. Und was ist das? Fertigkeit Auswehr. Auswehr ist aber auch geil. Mit Alt. Was ist dahinter? Also hast du schon mal probiert, dass das den weghaust, oder was? Den, na? Den Zombie? Hm. Alt. Ja, das ist ja nur, wenn du im kompletten Nahkampf bist, oder? Scheiß drauf, ich nehme mal das Rutschen. Das ist sicher geil. So, was habe ich noch? Einen Überlebensrang. Was hast du da genommen? Bist du auch schon Level 2 bin ich da? Das erste ist ja das Überlebensstab-Paket, ja. Dann kannst du aussuchen, wie der erfahrener Rucksack-Tourist. Ah, bekomme ich da? Da habe ich Aufputschmittel. Lernen Sie den im Rucksack vorhandenen Raum effizienter zu nutzen. Erlangen Sie 4 zusätzliche Waffenslots. Okay, das ist auch geil. Und das rechte? Lernen Sie aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, diese zum Beispiel mehr Schaden verursachen. Länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder die Angriffe gegenüber widerstandsfähigen machen. Das habe ich. Das ist auch geil. Wir könnten sich theoretisch aufstellen, dass ich ein bisschen mehr Loot mitnehmen kann, aber ich glaube jetzt am Anfang nehme ich auch einmal das, glaube ich, da. Ja, das ist glaube ich nicht schlecht auf Mittel. Achso, da geht's aber dann, da muss man dann schauen, wo es da weitergeht vom Baum her. Ach du Scheiße, jetzt ist es spät. Weil da geht es Nummer 1 noch weiter zum Dopingarzt. Da wirkt das alles noch besser und links könnte man aber da weiter auf Weltenbummler. Achso, da nach unten, das ist Level 4. Gut, da kann ich noch immer runter. Okay. Okay, dann muss ich nächstes Mal, das muss ich mir mal in offline ein bisschen genauer anschauen. Wo ich dann hingehe mit dem Baum, dass ich mir da keinen Baum verbaue. So, hallo Mike. Müssen wir Lift, oder was? Jo. Strom muss fahren. Ah, du hast einen Kohl. Okay, sehr gut. Sehr gut. 12 Minuten schon wieder. Unglaublich. Warum, Alter? Ich muss das Video jetzt, glaube ich, eh rendern. Achso, du drückst gleich weiter alles. Was? Nein. Achso. Ah, dann war es automatisch. Okay, sorry. Passt schon. Ja, kann ich was geredet und dann schauen wir aus. Alles klar. Gute Arbeit, 31. Schauen wir mal, was der Härter. Warte, red grad. Also ja. Grauenhammer. Kurzes Messer einfach. Geil. Ein Messer kann ich mir kaufen. Oder ein Wasserrohr. Oh, Messer ist aber auch cool, oder? Mauerhammer. Ich kann mal Stromkabel kaufen. Ah ja. Ach so, bei mir gibt's... Aber Messer kann man doch sicher finden, oder? 700 jetzt fürs Messer ausgeben? Okay. Verkauf auch, gell? Ach so, verkaufen kann man ja auch, genau. Kaffee brauchst nicht, und Zigaretten. Ich glaube, das Verkaufen und Ding, das... werden wir das nächste Mal vielleicht... vielleicht offline machen, dann ein bisschen Zeit sparen. Was kann man verkaufen? Was brauche ich definitiv nicht? Ich glaube, Kaffee brauchst du nicht. Das glaube ich auch nicht. Ist das irgendwo extra drin? Ah, Wertsachen glaube ich kann verkaufen, oder? Zigaretten? Alle verkaufen. C. Alle. Ach, und die Stern. Tasche. Ist violett. Benötigter Gegenstand. Tasche. Mit kleinen Edelsteinen. Das ist sicher zum Verkaufen, oder? Passt. Sehr gut. Rückkauf brauchen wir nicht. Kaufen. Ich kaufe jetzt das Messer. Scheiß drauf. Yes. Dankeschön. So. Inventar, Entwürfe, Taser-Mod, ich habe doch ein kurzes Messer, Basiswaffen, kurzes Messer. Hä? Warum kann ich das nicht machen? Aber ich kann ein geladenes Rohr. Das machen wir jetzt gleich, Leute. Ein geladenes Rohr werden wir noch machen, aber was ist mit meinem kurzen, was kein kurzes Messer? Inventar, schauen wir mal kurz. Warum ist das erst ausrüsten? Was ist denn das? Achso, ich kann Platz. Habe ich das jetzt nicht gekriegt, oder wie? Ah, das kann sein. Ah, jetzt verkauft, aber noch nicht bekommen anscheinend. 32, 28. Da werden wir den
Rollgabelschlüssel. Leute, kann ich den Typen da verkaufen auch? Verkaufen? Rolli für 23. Aber ich bekomme ja sonst Metall, oder? Ist egal. Verkaufen. So, habe ich jetzt mein Messer? Achso, nö. Kaufen. Fuck, habe ich jetzt Geld ausgegeben fürs Messer oder noch nicht? Verkaufen. Ich habe da kein Messer drin. Tausender, viel mehr wenn ich gehabt, oder? Probieren wir es noch einmal. Ah, jetzt ist weg von seinem Inventar. Okay, dann habe ich es noch nicht gekauft gehabt, weil ich keinen Platz gehabt habe. Alles klar? So, jetzt wird auch das mit den... Ja, ganz genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dieser Mod. Anfertigen. Und zwar, was brauche... Achso, warte mal. Was brauche ich denn alles? Metall haben wir genug, Kleber haben wir genug, Plastik, Batterie, Strom haben wir alles genug. Genau. Einfach anfertigen. Geiler Scheiß. Modifiziertes Messer und einmal geladenes Rohr. Und dafür müssen die Batterien. So, Kollege, hast du Batterien? Du hast Batterie. Kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Nö, hat er nicht. Metallteile. Oh, ich glaube, ich kaufe mal kurz. Menge, kann ich die Menge eingeben? Okay. Ich kaufe mal 10 Dietriche, sicherheitshalber. Metall, Böller, Medkit, ein Huni, Sprühklinge, Mull, Stromkabel. Okay, hat er leider nicht. Nee. Was brauche ich? Entwürfe. Batterie. Ich würde vergessen. Hast du Batterien? Mhm. Hab ich es vergessen? Metall, Dietrich, hat er nicht. Strom. Ich kann es fallen lassen, wenn du brauchst. Bitte? Ich kann es fallen lassen. Eine Batterie? Ja, das wäre geil. Ja. Wo bist du? Da, hinter dir. Ah, da. Dankeschön. Du was brauchst, gell? Sagst du es ja. Ja. Entwürfe. Einmal das Rohr. Zack. Achso, welches nehme ich da? Hoffentlich ein gutes. Ein blaues ist geil. Genau, 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 genau. Nein! Nein! Jetzt habe ich das falsch. Oh, fuck. Egal. Ist nicht so dramatisch jetzt am Anfang. So, jetzt aber noch kurz ausrüsten. Genau. Und das Wasserrohr gegen das hier. Das werden wir uns in aller Ruhe im nächsten Bad anschauen. So ist der Mike. Der wartet dahinter bei Ding hier. Da hinten müssen wir hin. Okay. So, nicht reingehen noch. Danke. Das gibt's Leute im nächsten Bad. Danke fürs Zuschauen. Also, ich bin noch immer am ersten Tag für alle. Direkte Session-Aufnahme vom Start weg, also falls er am ersten Part wer was geschrieben hat, können wir es bis hierher leider noch nicht einwirken lassen oder was auch immer. Denn wir haben hier eine kleine Aufnahmesession und wir werden noch einiges mehr aufnehmen. So, Mike verschwindet immer ein bisschen, weil er ziemlich nah hier anrückt. Ja, das war's mit dem Part, danke und ja, wir nehmen natürlich gleich weiter auf und es geht weiter bei uns, wenn es Interessenten gibt. Also bis bald, ciao, ciao. Ciao, ciao.